Stielhandgranate. Aktivier sie. Werf sie rüber. Was wird passieren? Und somit, Leute, herzlich willkommen zu PvP Playground. Und dann würde ich sagen, geht schon direkt ins Video. Let's go. Starbreaker. Kannst du Supermenschen, Menschen mit allen guten Spritzen, gegen Aliens oder Zombies Krieg führen lassen? Durch diesen Bluttrank. Kann ich die da reinmachen? Geht es? Oh mein Gott, es geht? Leute, das ist es. Eine Mischung aus allen guten Tränken. Ja, saug's ein. Und jetzt machen wir es in den Reihen. Du bekommst von mir eine Waffe. Töte die Zombies. Komm. Erschieß sie. Doch der Zombie hat auch eine Waffe. Er schießt in seine Beine rein. Er hat einen Headshot bekommen. Er blutet nicht. Der dritte Zombie. Zack. In seine Kehle rein. Oh nein, er fällt zu Boden. Er wird sterben. Er braucht nochmal die Flüssigkeit. Werd stärker. Er ist unaufhaltbar. Er hat Doppelgewehre. Er schießt mit zwei Gewehren gleichzeitig. Töte die beiden. Du hast gewonnen. Was machen wir mit dir? Cap. Kann dein Dummy Seep heißen? Du heißt ab sofort Seep. Elias 314. Cooles Video, aber saugt man von einer Atombombe die radioaktive Flüssigkeit hinaus und tu sie in einen Menschen hineinmachen. Mach die Flüssigkeit hinein. Saug das ein. Da ist ein mini kleiner roter grüner Punkt. Wir brauchen mehr Atombomben. Oh Gott, was mache ich hier? Wir haben hier jetzt ganz voll radioaktive Flüssigkeit gegen Seep. 2 gegen 2. Was wird passieren? Leute, wird er sterben oder überlebt er? Was passiert hier? Es funkt. Seep, geht's dir gut? Es knistert irgendwas. Er wird gleich grünlicher. Aber ihm geht's noch gut. Er hat eine Wunde. Er stirbt gerade. Er ist gestorben. Nein, Seep ist tot. Paul Bohr. Kannst du mal in einem Roboter Menschenblut reinmachen oder 2 Menschenblut entnehmen und das Blut vom einen Menschen in den anderen reinmachen? Wir platzieren mal 2 Menschen. Saugt das Blut aus ihm raus. Ja. Jetzt haben wir hier Blut. Was passiert mit seinem Herzfrequenz? Er hat 70 BPM. Jetzt geben wir das Menschenblut. Er bekommt es. Nichts passiert. Jetzt nochmal Pull. Es ist runtergegangen. Wir verlieren ihn. Die Zahl geht immer weiter runter. Er ist tot. Nein, er lebt wieder. Was? Wir haben ihn wiederbelebt. Wie sieht es eigentlich gerade bei Seep aus? Er lebt wieder. Du lebst noch. Ich habe eine Idee. Bring mal Seep zu den anderen. Wir nehmen mal Seeps Blut. Ih, was ist das? Lilanes Blut. Jetzt geben wir ihm Seeps Blut. 120. Er ist auch radioaktiv verseucht. Die beiden sind verseucht. Wir müssen sie retten. Er ist gestorben. Nein. Kannst du mal in einem Roboter Menschenblut reinmachen oder 2 Menschenblut entnehmen? Das eine haben wir schon gemacht. Das zweite müssen wir noch machen. Und jetzt geben wir ihm Menschenblut. Er kann sich von Menschenblut regenerieren. Weg mit dir. Leute, wir müssen eine Operation starten. Operation Wiederbelebung. Wir müssen eine OP machen. Mach mal die Waffen weg. Seep, wir schaffen das. Es kann jetzt etwas schwer werden. Wir ziehen sein radioaktives Blut raus und machen Menschenblut rein. Saug es raus. Er stirbt gerade. Nein. Mach das Menschenblut rein. Nein, nein, nein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Er braucht noch mehr Menschenblut. Er ist gestorben. Wir haben es versucht. Ich habe eine Idee. Life Syringe. Rein damit. Ja, es funktioniert. Du bist wieder da. Wenn er jetzt rotes Blut aus ihm rausgibt, haben wir es geschafft. Und was ist es für ein Blut? Es ist rotes Blut. Wir haben es geschafft. Du hast schon so vieles erlebt. Und du bist trotzdem noch ein bisschen radioaktiv verseucht. Wieso bist du tot? Nein, 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 nein. Nach all das, was wir geschafft haben. Die Zombies, die Operation, die Verseuchung. Du hast alles überlebt. Und jetzt gibst du auf. Wir müssen Grabstein bauen. Mach Steine drauf. Du warst ein guter Freund. Andrew John 5. Kannst du mal 2. Weltkrieg Stuff in PvP Playground machen? Die deutsche Armee gegen die Sowjetunion. Die Deutschen kommen. Der Panzer fährt voran. Es geht in den Krieg. Die Russen kommen auch. Der Krieg geht los. 2 Soldaten sind gestorben. Bam. Gott, der fliegt ja richtig weit. 2. Schuss. 3. Der Panzer fliegt weg. Er ist kaputt. 1 Deutscher wurde getroffen. Schießt zurück. Ich habe keine Waffen. Ich habe die Waffen vergessen. Er schießt ihn. Er schießt den Russen in seinen Bauch rein. Er hat schwere Schüsse erlitten. Er muss sich im Busch verstecken. Der Deutsche sieht ihn nicht. Er kommt aus dem Busch raus. Zack. Doch bevor der Deutsche stirbt, schießt er ihn in den Kopf rein. Stielhandgranate. World War Era German Handgranate. Das passt doch perfekt zur Situation. Aktivier sie. Werf sie rüber. Was wird passieren? Werf sie weg, bevor sie explodiert. Oh, sie ist explodiert. Er hat seinen Arm verloren. Er hat seine Waffe fallen gelassen. Die Deutschen kommen. Sie denken, sie hätten gewonnen. Doch jetzt kommen die Deutschen aus dem Busch raus. Hinterhalt. Er schießt sie in die Kehle rein. Der Deutsche verblutet. Der Offizier weiß, dass er gleich sterben wird. Sie machen einen letzten Angriff. Opfert euch. Er versucht, sie zu wehren. Doch er weiß, dass Wehren zwecklos ist. Er ist gestorben. Er hat eine Granate und wirft sie rüber. Doch die Deutschen wissen, dass es eine Granate ist. Er wirft sie wieder rüber und sie fliegt weg. Alle Hoffnung ist verloren für die Russen. Er springt in die Deutschen hinein, schießt einen, trifft ihn. Doch jetzt stirbt er. Nur noch der Offizier lebt. Der russische Offizier ergibt sich. Er lässt seine Waffe fallen. Er denkt, er könnte mit seinem Leben entkommen. Doch falsch.
Match geraten. Der Offizier kommt und gibt ihnen den Rest. Bam, die Deutschen haben gewonnen. Aggressives kleines Biest. Vor einem Monat. Jetzt ist schon besser. Hi, du machst super Videos. Kannst du bitte mal 20 Wege, um zu sterben, mit People Playground machen? Ich weiß genau, was ich mit euch mache. Wer will zuerst sterben? Der Kleinste zuerst. Nummer 1. Eine Granate. Und stirb. Ihn hat er komplett zerfetzt. Nummer 2. Er fällt hin mit dem Kopf auf die Landmine. Boom. Er hat einen Arm verloren. Drittens. Es könnte sein, dass vielleicht gleich ein Lastwagen kommt, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, da kommt er schon. Er wird komplett überfahren. Er ist tot. Viertens. Zu Tode aussaugen. Saug es aus ihm raus. Jawohl. Fünftens. Töte ihn. Er ist weg. Sechstens. Zack. Elektrisier ihn. Siebtens. Laserpointer. Zerstückel ihn. Es erbrennt. Achtens. Verbrennen. Neuntens. Töte ihn. Zehntens. Johann, wenn du einen Laserturm elektrisiert, schießt er schneller. Laser Sentry Turret. Seine Beine sind komplett zerfetzt. Er ist tot. Elftens. Velociraptor. Fress ihn auf. Nja. Zwölftens. Sentry Turret. Töte ihn. Dreizehntes. Spike Grenade. Ach du Heilige. Er ist sowas von tot. Vierzehntes. Gore's Blood. Gib's ihn. Er zappelt und er stirbt. 15. Crossbow. Schieß in den Kopf rein. Er wird ersticken. 17. Sniper Rifle. Bam. 18. Friere ihn ein. Er ist tot. 19. Stunner. Tu ihn zu Tode stunnen. 20. Bazooka. Alter, was? Er hat seinen Unterkörper verloren. Das war der brutalste Tod. So Leute, das war's mit diesem Video. Falls ihr mehr sehen willst, checkt doch gerne mal Links aus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Mikro. Tschüss. Was hat mit Seppi passiert? Er hat einen grünen Kopf. Töten wir ihn. Bam! Wie geil.